Moin Leute, wie man sieht, heute auf dem Hardtail. Ich will's wissen. Auf jeden Fall. So, heute ein ganz lustiges Experiment. Ich bin mit dem Hardtail in Elstra. Erste Runde. Das gute alte 26er Hardtail. Letztens noch eine alte Vierkolben, die ich noch hatte oder die wir noch rumliegen hatten, draufgebaut. Vorne. Ich bin jetzt erstmal hier dran gewöhnen. Boah, es ist ausgebombt hier. Das fällt natürlich ohne Feder noch ein bisschen mehr auf hier. Feder hinten. Hui! Ich würde jetzt nicht wundern, dass hinten schon Platten ist. Das ist echt, du merkst eben deutlich hier. Das rumpelt schon stark, oder? Ja. Krass. Sind hier die Markierungen für die XC-Racer von gestern? Wollt ihr Jungs denn? Oh. Ja gut, ebenso, danke. Nächstes Mal doch E-Bike, wa? Oh, der Gang sitzt nicht. Jetzt. Was denn? Fahr schneller! Aber da bist du ganz schön hoch abgehoben, also das hätte ich nicht gedacht. Ja. Bei meinem Double, da hast du, wo du selbst geschrien hast. Oh, geil. Nee, fährt sich gut. Wo bist du am meisten aufgefahren? An welchen Stellen? Zwischendrin gerade Strecken, da rollt das Große halt deutlich besser. Einige Kurven und gerade Roller warst du echt flott, also da kam ich teilweise fast nicht hinterher. Aber das merkst du wirklich. Aber du holst dann danach halt direkt wieder auf. Gerade wo so ein bisschen Pedalieren möglich wäre auf diesem geraden Stück, na gut, da bist du mit dem halt. Ich pedaliere nicht. Ich bin Tillmann. Letzte Chance. Wir sind nicht mit hochkommen.
Guck mal, mein Fahrrad ist für Alex. Ist kurz genug, dass ich das hier drehen kann. Los. Ach, fuck. Alter, die Pedale sind scheiße. Ich habe die gerade in der Luft verloren. Ui, und bin einen ganz kleinen Small Case. Oh, ach du Scheiße. Letzte Runde hier mit dem Hardtail in Elstra. 26er Hardtail, wohlbemerkt. Was kann ich als Resümee sagen? Es ist einfach nur cool. Also es macht wirklich Spaß. Es macht einen wirklich auf jeden Fall zum besseren Fahrer. Die Art, wie man pushen muss, sauber landen muss, ist eben eine ganz andere, als wenn du eben mit irgendeinem Fully hier fährst. Was ich ja sagen kann, ist, ich habe hier wirklich unglaublich alte Minions raufgezogen, die ich noch rumliegen hatte. Die sind garantiert 10 Jahre alt. Ah, diesmal hat es besser geklappt. Oh yeah! Geilo! Ja, wie gesagt, und die alten Maxis plus, also Grip geht eigentlich noch, finde ich, das geht ganz gut, klar. Aber der Rollwiderstand, das in Verbindung mit 26 und mit Lagern, die, naja, nicht mehr die besten sind, ist einfach ein bisschen langsam. Halten, oder? Ja, ich mache kurz Pause. Ja, wie gesagt, das Rad rollt nicht so gut. Merkt man auch echt an einigen Stellen. Aber wenn nicht, ist es wirklich wie Sau. Das muss man sagen. Oh ja, der Heli kommt. Eine arme Sau, glaube ich, gut zerlegt. Scheiße. Sowas betrübt immer, aber es gehört leider zum Sport dazu.
Boah, ich bin schon nach zwei Runden kaputt.